Was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es wird heute richtig ehrenlos. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe zwei Hot Chips und das wird richtig krank. Wer von euch hat den schon mal probiert? Kommentiert mal. Ash war die letzten Tage ein bisschen krank, er war zu Hause, aber heute war er endlich wieder in der Schule und ich dachte mir, hey, hole ich ihn heute ab und überrasche ihn mit ganz viel McDonalds-Essen. Aber das McDonalds-Essen ist eigentlich nur Tarnung, weil ich ihm nachher einen Hot Chip in den Cheeseburger reinmachen werde. Und hoffentlich klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Ich habe Schiss vor der Reaktion. Let's go! Na, ich habe eine kurze Frage, ich wollte gleich zu McDonalds. Wollt ihr auch was haben? Von McDonalds? Ja. Vegan Burger und diese Dinger. Gibt's da diese Chicken, nee, diese Käse Nuggets? Möchtest du den Burger mit oder ohne Hot Chip? Ich möchte ohne. Den kann man gar nicht essen. Ich werde nachher Ash den unterjubeln. Das machst du nicht. Doch? Das machst du nicht. Doch! Ich sag, das schaffst du gar nicht. Ash macht immer, bevor er den Cheeseburger isst, auf. Er macht das mal und die Gurken raus. Genau. Aha. Ich muss das hinbekommen, sonst ist das Video für den Arsch. Armes Kind, musst du Milch mitnehmen. Würdest du Hot Chip probieren für 5 Euro? Nein. Für 10 Euro? Nein. Nein? Nein. 10 Euro, nur ein Stück davon. Nein, ich weiß noch, wie ihr wisst, es euch ging. 20 Euro. Euch allen Vieren. 20 Euro. Und mit Ash zusammen 5. Nein. Nur ein Stück davon. Nein, du kannst mir alles geben. Max, ich 50. Möchte. Nein. Das ist zu scharf. Nein. Von einem Stück. Die haben sogar die Augen fast, die sind fast rausgefallen von diesem Brand. 100 Euro. Nein. Für einen Krümel von dem Hot Chip. Nein, nicht mal ablecken. Alles zusammen für ein Hot Chip Stück? Nein. Chrissy? Ja, bestimmt. Nein, danke. 10 Euro für ein Stück. Ich schon mit 100 an. Ich erinnere mich noch an meine Bauchbeschwerden danach. 5 Euro für ein Stück Hot Chip. Oh. Tschüss. Könnt selber essen. Die behalte ich dann. Ich muss ein Video schneiden. Raus jetzt hier. Chrissy, was tun da an? 100 Euro, wenn du ein Chip isst. Ein Stück reicht auch schon. Ein Stück ist auch schon schlimm. Klar, für 100 Euro testen wir den mal, bevor ich einen Ash gebe. Dein letzter Wunsch? Mein letzter Wunsch ist es, dass ich Ash das Teil auf jeden Fall noch erfolgreich in den Cheeseburger reinmachen kann. Der Chip. So, Junge, da steht sogar RIP drauf. Ich hasse Schärfe über alles. Oh, ich sehe doch jetzt schon, dass ich mir gleich absolut abkrampfen werde. Wo? Das kann nicht gesund sein. Willst, mach mal einmal deinen nicht Finger. Scharf nimm mal, ist, nimm mal deinen Finger, mach mal so und dann leck den mal ab. Nein. Nur ganz leicht antippen. Ja, das reicht schon. Du hast mir gesagt, das darf man nicht. Was darf man nicht? Das. Da nicht in die Augen fassen damit. Das ist der Tod. Ist der nicht. Alles drauf, ich mach jetzt ganz schnell Augen zu und durch. So, ich nehme jetzt so ein. Junge brennt! Ich nehme jetzt so ein Stück Hot Chip. Nein, Max, das schaffst du nicht. Max, nein, bitte. Okay, ist weg. Das brennt weg. Wer findet sowas? Habt ihr mich? Du bist schon rot im Gesicht. Und bei mir kommt ganz viel Sapper. Ist das normal? Was? Warum bildet sie so viel Speichel? Sapper gleich, bist du alte. Junge, ich weiß nicht, ob ich das erst antun kann. Ich zieh das durch. Aber du packst ihm nicht den ganzen Mess, das ist verboten jetzt. Das ist super gemacht. Nächster Schritt, wir müssen jetzt schnell zu McDonalds. Ich würde sagen, wir müssen schon vegan viel holen. Burger. Vegan, okay. Ich würde sagen, wir holen auf jeden Fall sehr viel, damit es wirklich so aussieht, als ob wir Ash einfach mit Fett McDonalds überraschen wollen würden, okay? Preislimit? 50. Let's go. So, was wollen wir? Essen verwendet die Sachen. Wir sind auch schon bei 46 Euro tatsächlich. Das ist unsere Bestellung. Sehr, sehr viele Sachen auf jeden Fall. Bestellen wir. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ich hab kein Papier dabei. Oh. Ich bin schon mal ins Auto gegangen und guckt mal, wer da kommt. Chrissy. Was denn? Man weiß, man hat zu viel bestellt, wenn man eine weiße Tüte kriegt. Einmal das, zweitens, es riecht geil, drittens, wir müssen uns ranhalten, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mama, wir haben auch was für euch mitgebracht, ne? Ja. Ich habe ja nicht immer Gitterkartoffeln, ne? Aber heute hatten wir welche. Dann haben wir noch ganz, wir haben ganz viele Sachen geholt, aber das Wichtigste muss ich jetzt erstmal rausholen und die Cheeseburger müssen vorbereitet werden. So, okay. Und jetzt dachten wir, dass wir hier den Käse. Guck dir mal rein, ne, Max? Aber ich guck hier oben hin, ne? Ja, eigentlich schon. Das heißt, wir müssen einfach nur hier was reinmachen. Leider. Sehr, sehr risky, ne? Guck mal, aber ich tut mir voll leid jetzt. Boah, der Chip stinkt, ne? Guck mal, wollen wir den einreiben auch? Kann man das Pulver abmachen? Das Ding ist, das Pulver ist ja das Scharfe davon. Oh mein Gott, der tut mir leid jetzt schon. Oh mein Gott! Das sehe ich doch jetzt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da ist richtig viel Pulver drauf. Guck mal, das kratzt mir einfach alles runter. Wir müssen gleich die neue Verpackung. Ja? Aber auf dem Käse sieht man das. Wenn man das sieht, dann... Sende. Guck mal, so einfach. Riech mal dran. Puh. Nein, denkst du, nicht so... Nein, er riecht doch nicht so dran. Er holt immer nur die Gurken raus eigentlich. Okay, okay. Die klappen wir jetzt wieder zu. Chrissy hat mitgedacht, der wird Vertrauensprobleme kriegen. Nehmen wir den hier hin. Oh mein Gott! Man riecht es nicht mehr. Man riecht es ehrlich nicht mehr. Alter. Also, schiefgehen kann hier eigentlich nichts mehr, hoffentlich. Ich sag's mal nicht zu früh.
Ich hoffe, dass es nicht nach hinten losgeht. Die anderen beiden Cheeseburger verstecken wir, damit er garantiert den hier als allererstes isst. Skala 1 bis 10, wie fies ist das? Das ist 100. 100. Sorry, Ash. Ich muss los. Ich bereite den Tisch jetzt hier vor, in der Hoffnung, dass Ash mit uns hier essen wird. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Ich habe das extra schon mal so ein bisschen offen hingestellt. Jetzt hole ich noch Gläser und fertig. So sieht das Ganze aus. Sieht eigentlich ganz nett aus, oder? Jetzt heißt es nur noch warten, bis die Jungs wiederkommen. Ich bin jetzt bei Ash Schule. Oh mein Gott. Ich habe richtig Schiss, dass das nichts wird. Ash kommt und er weiß noch nichts von seinem Glück. Ich habe Angst. Drück einen Daumen nach oben dafür. Wie war Schule? Gut, aber. Du bist wieder gesund. Ja, so dachte halb, ich mir. Also nicht, ja. Was? Du bist nicht gesund? Nee, eigentlich nicht. Warum hol ich dich dann ab? Ich will nicht krank werden. Ich weiß nicht, was los? Was? Was denn? Zu Hause wartet eine Überraschung für dich, okay? Okay. Du hast jetzt 3 Versuche zu erraten, was? McDonald's. So, angekommen zu Hause. Was für Überraschung? Wohin geht ihr? Oh, das ist die Überraschung, dass wir abhauen. Ja. Ja, ich hab erst gerade erzählt, dass ihr heute abhaut, oder? Also über Nacht sogar. Du musst einmal kurz hoch. Das ist doch nicht die Überraschung. Nein, das war nicht die Überraschung, dass Mama und Papa weg sind. Ah, perfekt, Christian hat schon gehört. Ah. Hat er Augen zu. Mach Augen zu. Du kriegst gleich Konfetti ins Gesicht, okay? Okay. Nein. Ach, Mann, der hat's gesehen. Ich hab's gesehen. Ah. Oh mein Gott. Ist das alles? Ja. Was? So, irgendwie mehr aus in der Tüte. Was? Was? Die einen Nuggets für deine Mama und die einen Pommes für deine Mama. Okay. Den Rest habe ich schon auch gegessen. So, Chris ist jetzt hier, oder? Ja. Okay, warte. Okay, kurz. Das braucht die ganze Zeit so gut hier. Ich habe die ganze Zeit gewartet, ne? Glaube ich dir. Also wir haben hier ein Filet-O-Fisch, wir haben einen Cheeseburger. Ich glaube, wir können einmal raten, für wen ein Cheeseburger ist. Wir haben hier Gitterkartoffeln. Da ist locker irgendwas mit. Wir haben, wie heißt das? Da ist doch irgendwas mit. Da ist nichts mit. Was soll damit sein? Guten Appetit. Soll ich es kurz holen? Das ist jetzt die Überraschung, oder wie? Ja. Ja, waren wahrscheinlich recht cool. Ja. Hier, Fischburger. Das ist der Hot Pepper. Du bist so gemein. Max, ich wusste das. Max, ich wusste es aber. Brennt. Du bist gemein. Max, das ist kacke scharf. Es tut mir ein bisschen leid, muss ich tatsächlich sagen. 10 Euro, wenn du den Cheeseburger auch willst, du darfst behalten. Nein, stopp! Du wolltest mir von der 100 Euro Pace etwas zurückgeben, das können wir vergessen. Du musst mir nicht zurückgeben, okay? Da ist voll viel drauf. 10 Euro, wenn du den aufisst, okay? Und das Pace Geld kannst du behalten. Michael. Aufessen. Er zieht durch, glaube ich. Er zieht ja, komm, du musst das, du schaffst das! Komm, halber Burger ist weg, Mann. Du hast 10 Euro. Max, geht nicht. Was? Das ist weh. Dann gibst du mir die 100 Euro Pesche wieder. Weil die habe ich nicht vergessen, dass ich dir die geliehen habe. Skala 1 bis 10, was sagst du? Das brennt richtig, ich schwöre auf Angst, das brennt richtig. Oh Mann. Hast du deine Augen gesehen? Max, ich brauche Milch. Weinst du? Max, von daher, dein Augentrainer war, sehe ich doch. Das ist gemein. Womit sollen wir dich als nächstes überraschen? Zwei Hot Chips? Ich hab keine Milch. Oh nein. Max, das ist kacke von dir. Bist du mein Leid? Ich wollte das Video machen bei dir, ne? Das weißt du. Was? Du wolltest es echt machen? Ich hab dir gesagt, ich wollte. Oh, ich werde nie wieder. Alter, ich werde nie wieder irgendwas essen, was Ash mir demnächst geben wird. Alles gut? Soll ich ins Krankenhaus fahren? Ja, warum ist das so heftig, aber. Scheiße, das bringt. Hashtag Mitleid an Ash in die Kommentare. Ich würde sagen, wir brechen das Video an der Stelle ab. Es war richtig krank. Soll ich Chris ja auch mal pranken damit? Mach das und du kannst ausziehen. Wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!